So, Freunde, es geht wieder zur Jagd und was schön ist, es ist August. Das heißt, bei uns sind auch die Hirsche jetzt frei und vor allen Dingen auch die Muffelwetter. Ich habe noch keinen Einser hier bei uns im Revier bekommen. Der Jens hat schon zwei, glaube ich. Ja, und dieses Jahr will ich es mal versuchen. Deswegen gehe ich heute mal an einen meiner Lieblingsplätze, an dem auch Muffelwild vorkommt. Weil bei uns ist das ganz witzig. In der Hälfte unseres Reviers ist Muffelwild und in der anderen Hälfte überhaupt nicht und auch nie gewesen. Und ja, gucken wir mal, was das hier heute gibt. Ne? Und Hirsche können die momentan irgendwie überall kommen. Die laufen hier gerade so kreuz und quer. Ab und zu sehen wir mal welche. Und hoffentlich hier heute auch wieder. Muss man wirklich nicht nur Einzelnes ausschießen.
Fall ein Schuss gefallen. Mal gucken gleich, was da liegt. Super. Peter, was hast du angestellt? Hä? Weiß nicht. Weißt du nicht? Nee. Ich war gerade am Film und hab wieder Blödsinn in die Kamera gequatscht, dass du geschossen. Ja, siehst du, ich halte dich davon ab. Ja, passt doch. Wunderverkellerchen. Ja, so einer kam ja auch. Schöne Größe, ne? Ja, meiner war auch genau ungefähr die gleiche Größe. Ja, vielleicht so 10 Kilo schwerer. Jens, meinst du, das sind die beiden, die wir morgen sogar vielleicht dann drin hatten? Kann sein, ja. Die dann morgen schon mal gesehen? Ach so, nee, ich darf man ja nicht zeigen. Du bist ja der Crow der Jagd. So pixel ich dein Gesicht einfach, oder? Geht das? Wie du willst. Braves Schwein. Boah, ich weiß nicht, ob der heute Morgen der eine. Versuche es in einer Weile. Was ist denn? Blöde Tussi. Ich weiß nicht, ob die zweite morgen das nicht der übel für Bache war. Aber von der Größe passt es auf jeden Fall. Ne? Ja, von der Größe passt genau. Auch genauso welche. Auch von der Schwarte finde ich passt. Ja. Hat man da Peter? Hast du mal wieder gezeigt, wie es geht? Passt.